Ja, hallo du Freiheitsliebender. Und in diesem Video heute geht es darum, welche fünf Dinge du sofort tun kannst, um deutlich glücklicher zu werden. So, das klingt natürlich immer so, juhu, deutlich glücklicher werden mit fünf Dingen, klingt erstmal ein bisschen unglaubwürdig meiner Meinung nach. Aber am Ende des Videos wirst du merken, dass das Ganze, was ich dir erzähle, auch wissenschaftlich untermalt ist und wirklich funktioniert. Und zuerst einmal muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar kennst du das ja bestimmt, dass du standardmäßig immer glaubst, dass du etwas erreichen musst, um glücklich zu sein. Beispielsweise, wir haben viele unserer Coaching-Kunden, die sind der Meinung, dass sie erstmal eine Beziehung haben müssen, um glücklich zu sein. Oder wir haben auch bei der Freedom Academy habe ich ganz, ganz viele Leute, die denken, ja, wenn ich dann mal um die Welt reise und mein eigenes Ding mache, dann bin ich jeden Tag glücklich und trinke Kokosnusswasser und Cocktails mit kleinen Schirmchen und liege am Strand und feiere das Leben. Ja, und ich kann den einen oder anderen, vielleicht muss ich den einen oder anderen auch enttäuschen, denn so ist es meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinung nach ist das Glück gar nicht so stark abhängig von solchen externen Faktoren. Und ja, wie kann ich das vielleicht ganz gut beschreiben anhand eines Beispiels? Stell dir vor, da draußen ist, nennen wir ihn mal Peter, und Peter, der hat ein sehr, sehr gutes Einkommen, der verdient, sag ich mal, 100.000 Euro im Jahr, und der hat eine tolle Familie und der wohnt halt, vielleicht der reist halt auch viel, hat viel Urlaub. So, und Peter, der sitzt halt am Strand, und dann hat ihm jemand die Liege weggeschnappt, und dann sagt er, ah Mist, ey, diese scheiß Leute schnappen mir einfach die Liege weg, die habe ich mir doch reserviert, und das Essen schmeckt irgendwie auch nicht im Hotel gerade, und ja, ich habe so viel Stress auf der Arbeit, ich komme irgendwie zu gar nichts mehr, und ja, meine Frau, die will immer nur Schuhe kaufen, und das ist doch völlig sinnlos. So, jetzt einfach nur als Beispiel. Und dieser Peter, was glaubt ihr, wie glücklich der jetzt ist? So, vielleicht kann ich da noch mal ein anderes Beispiel nehmen. Nehmen wir jetzt einfach mal Kevin. Und Kevin, der ist noch ein bisschen jünger, der verdient noch nicht so viel, der ist noch in der Ausbildung, verdient irgendwie 900 Euro im Monat. Und ja, der ist Single. Eine Freundin hat sich gerade von ihm getrennt. Und ja, hat auch keine Kohle. Und ja, und der sagt sich so, hey, boah, ich bin endlich wieder Single, ich kann voll wieder auf die Pirsch gehen, kann wieder was unternehmen hier in meinem Leben. Dann sagt er sich, hey, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich mache. Ich mag die Kollegen bei mir auf der Arbeit. Und der fährt einmal im Jahr in Urlaub, und dann freut er sich schon das ganze Jahr darauf. Oh, geil, ich fahre in Urlaub. So, was meint ihr, wer von den beiden ist jetzt glücklicher? So, und ich glaube, das ist der Kevin, weil der Kevin halt die ganze Zeit, sag ich mal, die positiven Dinge sieht, und der Peter die ganze Zeit die negativen Dinge sieht. So. Und aber eigentlich, wenn man jetzt mal so das Externe jetzt so sieht, geht es ja dem Peter eigentlich besser. So. Aber das ist natürlich auch nur eigentlich so, weil es de facto nämlich eben nicht so ist. Und dazu gibt es halt auch einen sehr interessanten Studienansatz. Also da wurde mal, vielleicht kennt jemand von euch Sean Ecker, das ist ein Harvard-Professor, der sich mit Glücksforschung beschäftigt, und der hat halt das Thema Glück ziemlich analysiert bis ins kleinste Detail. Und der hat halt herausgefunden, dass wenn ich alles über dich weiß, dass dann ich nur zu 10% dein Glückslevel, dein Langzeitglückslevel voraussagen kann. Also wenn ich weiß, was deine externen Faktoren alle sind, dann kann ich nur 10% davon haben, nur wirklich einen Einfluss auf dein Glück. Und der Rest, der hat halt mit anderen Dingen zu tun. Und Sean Ecker, der hat halt herausgefunden, dass es vor allen Dingen fünf Dinge gibt, die du sehr, sehr gut machen kannst, um einfach sehr, sehr viel glücklicher zu sein. Und das Erste, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Reihenfolge noch richtig wiedergeben kann, aber es ist eigentlich egal, weil die Reihenfolge keine Rolle spielt. Das Erste, was du tun kannst, ist beispielsweise dafür zu sorgen, dass du mehr in den Moment kommst. Und zum Beispiel Meditation ist da eine Möglichkeit, oder Yoga, weil es oft so ist,
dass wir mit unseren Gedanken, dass unsere Gedanken eigentlich unser Problem sind. Also diese ganzen Gedanken, die dir vielleicht manchmal durch den Kopf kommen, die vielleicht auch manchmal negativ sind und die verhindern eigentlich, dass du die Welt überhaupt mal so wahrnehmen kannst, wie sie ist oder wie sie auf dich wirken könnte. Und dadurch wirst du ganz schön unglücklich, wenn du beispielsweise die ganze Zeit daran denkst, du musst noch die Steuererklärung machen und Mist, der hat dich verarscht und das ist auch scheiße und auf der Arbeit hier und da. Aber eigentlich könntest du einfach da sitzen und einfach mal genießen, überhaupt da zu sein auf diesem wundervollen Planeten hier. Das Zweite, was du tun kannst, ist, und das ist meiner Meinung nach schon das Wichtigste, ist, dass du dankbar bist. Und wie kannst du dankbar sein, indem du jeden Tag wirklich aufschreibst, wofür ich dankbar bin? Ich kann das heute zum Beispiel sagen, hey, ich bin dankbar dafür, dass ich in diesem tollen Hotel hier gerade bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich eben im Spa war. Ich bin dankbar dafür, dass ich heute viel geschafft bekommen habe für meine Arbeit. Ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin, dass ich fit bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich wieder in Deutschland bin. Ich bin dankbar dafür, dass meine Eltern mich toll erzogen haben. So, wenn du das jeden Tag machst, das war so ein bisschen das Beispiel von diesem Kevin, den ich eben erwähnt habe, der war nämlich auch sehr, sehr dankbar. Der hat immer gesagt, was er eigentlich toll ist in seinem Leben. Dann ändert sich dein Denken extrem, weil dann siehst du die Welt aus einer anderen Perspektive. Wenn du die ganze Zeit die Welt aus einer Mangelperspektive siehst, was dir noch fehlt, oh, ich muss noch das und das erreichen, dann bin ich glücklich, dann wirst du immer unglücklich sein. Wenn du aber dein Leben aus der Dankbarkeitsperspektive siehst, wirst du immer glücklich sein. Und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, also wirklich Dankbarkeit. Denk mal darüber nach, wofür bist du denn dankbar? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Dritte ist Tagebuch schreiben. Es geht in eine ähnliche Richtung, deswegen packe ich das jetzt mal zusammen. Tagebuch schreiben über eine Sache, die in den letzten 24 Stunden schön war. Das nochmal zu durchleben, da gibt es auch eine Studie zu, dass dein Geist quasi das nicht unterscheiden kann, ob du die Sachen nochmal wieder hervorrufst oder ob das gerade aktuell wirklich passiert und deswegen du quasi das Glück damit verdoppeln kannst. Das muss ich ehrlich sagen, das mache ich jetzt noch nicht, aber ich glaube, es ist eine gute Sache, überhaupt gut ein Tagebuch zu schreiben, weil man sein Denken halt auch einfach strukturiert und ist auch schön, ich habe eine Zeit lang mal Tagebuch geschrieben, wenn ich dann meine alten Tagebucheinträge nochmal gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, wie habe ich damals gedacht, das ist irgendwie total interessant, das nochmal wieder zu sehen. So, das Nächste, was du tun kannst und was du vielleicht auch schon tust, ist Sport machen. Indem du Sport machst und deinen Körper einfach auf ein Maximum bringst an Leistung, oder nicht an Maximum, aber auf ein gutes Leistungsniveau bringst, wird einfach in deinem Gehirn mehr Dopamin erzeugt, mehr Glückshormone erzeugt und du fühlst dich halt einfach viel, viel besser. Und ich merke das, ich habe zurzeit mache ich so eine Challenge, eine Restart-Challenge, da werdet ihr auch noch mehr zu erfahren. Also ich mache so eine 30-Tages-Challenge, wo ich sehr, sehr viele Regeln einhalte, unter anderem auch Sport. Ich mache jeden Tag Sport. Gestern war ich laufen, vorgestern beim Yoga und so weiter. Und ich fühle mich einfach viel, viel besser. Und das mitzunehmen ist einfach so viel wert. Und wenn ich jetzt mal überlege, wie viele Menschen vielleicht der nächsten Million nachjagen und im Endeffekt nicht einfach dafür sorgen, dass sie mal ihren Körper in richtig gute Energie bringen. Das ist schon sehr, 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 sehr schade. So, jetzt muss ich überlegen, was ich noch vergessen habe. Genau. Und das Letzte, was du tun kannst, und das kannst du auch sofort tun, ist, dass du eine gute Tat an deinen Mitmenschen einfach vollbringst. Du kannst zum Beispiel eine E-Mail schreiben und du kannst vielleicht auch jemandem eine Postkarte schreiben oder du kannst dich für etwas bedanken oder du kannst vielleicht einfach ein kleines Geschenk machen oder so. Einfach mal wertschätzen vielleicht die Menschen in deiner Umgebung. Und das ist auch, glaube ich, etwas. Das ist auch der Punkt, meiner Meinung nach, der einzige Punkt, warum das so cool ist, auch ein eigenes Unternehmen aufzubauen und Menschen zu helfen, weil einem das so super viel zurückgibt, wenn du Menschen wirklich helfen kannst. So. Und ich glaube, das ist halt auch ein Thema, weswegen viele dann ihre Leidenschaft in diesem Bereich auch suchen, irgendwie anderen Menschen zu helfen. So. Und dieser Sean Eckhart hat herausgefunden, wenn du diese 5 Dinge in dein Leben integrierst, hat das in Unternehmen gemacht vor allen Dingen, dann wirst du nachhaltig halt viel, viel glücklicher. Also dein Körper produziert mehr Dopamin, mehr Glückshormone und jetzt kommt das Coole daran. Dadurch, dass du dann sehr, sehr viel glücklicher wirst, wirst du auch sehr, sehr viel produktiver. Und das ist ja auch so ein Effekt, den man auch merkt, wenn man an seinem eigenen Ding arbeitet und da so richtig sich reinsteigert, man wird halt immer produktiver. Und wenn man früher irgendwie mal einen Job hatte, wo man keinen Spaß dran hatte, dann war das halt nicht so. Und dann hat man halt irgendwie die ganze Zeit auf die Uhr geguckt und irgendwann, jetzt sitze ich hier irgendwie um 1 Uhr nachts und bin immer noch irgendwie voll produktiv und hab Bock, da irgendwie ein Video für dich aufzunehmen. Und dann kehrst du quasi diese klassische Formel des Glücks einfach um. Die klassische Formel ist ja, dass du sagst, ich will erst das Ziel erreichen. Das ist auch so in Deutschland gerade so, man muss ein Ziel setzen. Wenn du das Ziel erreichst, dann bist du glücklich. Und jetzt geht es aber mal in die andere Richtung. Erst dafür zu sorgen, glücklich zu sein, um dann deine Ziele zu erreichen. Und meiner Meinung nach
ist das, für mich war das letztes Jahr, habe ich das glaube ich zum ersten Mal gehört, war das die absolute beste Erkenntnis, die ich hatte. Und wo ich das halt gelernt habe, wusste ich auch, ich muss nie wieder irgendjemanden beneiden. Auch wenn er viel Geld hat oder was weiß ich, was er hat in seinem Leben. Du musst niemanden beneiden. Auch, du musst auch niemanden beneiden, der um die Welt reist und so, weil das im Endeffekt nicht dein Glückslevel signifikant ändert. Aber du kannst jemanden beneiden, der einfach viel für sich selbst tut, Sport macht, meditiert und so weiter, diese ganzen Dinge halt macht. So, ne? Ich meine, insgesamt hat mir das sehr, sehr stark geholfen. Ich hoffe, das Video hat dir auch ein bisschen geholfen und du hast vielleicht dein Denken vielleicht ein bisschen angepasst oder hast vielleicht eine neue Erkenntnis gewonnen. Wenn das so ist, dann gib mir einfach einen Daumen hoch. Abonniere auch den Channel. Ich werde sicherlich jetzt noch weitere Videos machen. Schreib auch mal in die Kommentare, ob dir das gefällt, auch einfach mal so ein Laber-Video von mir zu hören, was so ein bisschen ruhiger ist. Das weiß ich nämlich nicht. Und ja, wenn du noch meine Software-Tools auschecken willst oder meine Website, mit denen ich so ein Online-Business aufgebaut habe, kannst du das auch hier oben machen. Das verlinke ich euch. Und ja, denk dran, du hast nur ein Leben, deswegen kümmere dich um dein Glück und mach das Beste draus. Schöne Grüße, ciao, euer Alex. So, alles klar. Gut. So, hier. Auf geht's.